So, herzlich willkommen auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Wie vielleicht schon ein paar von euch bemerkt haben, hat sich einiges geändert. Unter anderem bin ich jetzt einer der Administratoren für die Seite. Vielen Dank an der Stelle an Germa Tetzlaff und Johann Stöten. Ich freue mich total, dass die Seite so schnell gewachsen ist, dass so viele in so kurzer Zeit auf I Like gedrückt haben. Und werde hier auf jeden Fall auch immer mal wieder aktiv sein und euch über aktuelles Geschehen berichten, unnütze News posten, was man also tut auf Facebook. Und freue mich natürlich, wenn ihr genauso aktiv seid und viel von euch hören lasst. Bis dann, euer Elias. Tschö. Hallo zusammen, ich melde mich aus München, aus dem Regen. Es ist total mieses Wetter hier. Und auch wenn es so schön ist, dachte ich, ich nutze die letzten Stunden des Jahres, um mich nochmal per Videobotschaft bei euch zu melden und um mich für den tollen Support, wie man so schön sagt, zu bedanken. Es war ein tolles Jahr, ihr seid die Besten und ich wünsche euch alles Gute für nächstes Jahr. Mein Vorsatz ist ja, mehr Videobotschaften, das heißt, ich werde die Kinotour im Januar zur Offroad auch gleich dazu nutzen und von der Kinotour berichten, das heißt, was ich so erlebe, wo ich hinfahre, meine Hotelzimmernummer und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen guten Rutsch, nur das Beste, Gesundheit und alles, was ich euch wünsche für nächstes Jahr. Alles Liebe, euer Elias. Da ist der Dom und hier bin ich. Hey, ich habe gerade noch ein bisschen Zeit bis zur Premiere von Offroad heute in Alsdorf. Morgen ist dann die Hauptpremiere in Berlin. Und ich wollte Danke sagen. Danke für die großartige Kinotour bisher. Es ist so toll, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr so einen Spaß am Film habt. Dass ihr so süß seid, so sympathisch seid. Das haut mich echt jedes Mal wieder um, was für ein Publikum wir da eigentlich haben. Also ich glaube, ich kann auch mit Stolz behaupten, die tollsten Fans zu haben. Das ist krass. Und insofern, vielen Dank für alles. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Unter Veranstaltung könnt ihr auf meiner Seite sehen, wo wir noch überall hinfahren. Wir sind dann noch bis Sonntag unterwegs. Und auch, dass ihr Nutten am Pool schon alle kennt und euch so auf den türkischen Anfängerkinofilm freut. Das macht mir große Freude und große Hoffnung. Und insofern, einen wunderschönen Sonntag und hoffentlich bis die Tage. Ihr seid die Tollsten. Wirklich. Euer Elias. Danke. So, hallo, hier sind Elias und, nein, das mache ich und Thomas und Stefan. Und der Rest von unserer ganzen Offroad-Kinotour. Wir sind gerade in Mannheim beim Futtern. Nora hat Ente. Ich hatte Thunfisch, ist aber alles schon weg. Auf jeden Fall wollten wir nochmal daran erinnern, dass seit Donnerstag Offroad im Kino ist. Also alle rein, Wetter ist sowieso scheiße. Da hat der Elias einfach so recht wie oft. Richtig. Also, schönes Wochenende. Viel Spaß mit Offroad. Tschüss. Tschüssi. Tschüss sagen, Leute. Hallo, ihr Lieben. Es sieht nach was anderem aus, als es eigentlich ist. Wir sind hier gerade bei einem Shooting für eine Zeitschrift mit vier großen Buchstaben. Hier ist Judith. Da ist die Josie. Die wird gerade geschminkt. Und ich warte auf unseren Einsatz. Und hab grad nichts anzuziehen, deswegen stehe ich hier in der Ecke. Wie so ein. Ja. auf jeden Fall wollte ich euch schöne Grüße da lassen. Bis bald. Tschüss. Bitch, oh man. Alter, was ist denn das? Gott! Alter! So, wir sind an der Königsdemo-Bahn, Team Österreich ist startklar. Wollten jetzt eigentlich anfangen zu trainieren, das Problem ist... Die Bahn ist zu schnell. Jetzt machen wir die Bahn langsamer. Weil es einfach zu krass ist. Mal gucken, wir werden jetzt trotzdem gleich starten. Wenn ich überlebe, dann werde ich morgen auch in Hamburg dabei sein. Morgen ist nämlich Kinotour Start. Es gibt auch noch Karten drauf. Wir sind ja die ganze nächste Woche mit türkisch unterwegs. Wie gesagt, falls ich mir nicht alle Knochen breche, aber wir sind ja Profis, ne? Team Österreich 2. Leute, morgen ist Kinostart von Türkische Anfänger! Du bist was ich zu tun habe. Alle ins Kino! Hallo Facebook, ich bin Elias! Wir sind Türkische Anfänger!
Hallo Leute, ich wollte mich gestern schon per Videobotschaft bei euch melden und mich für die 100.000 Likes bedanken. Das hat aber nicht ganz geklappt. YouTube Technical Problems, wie man so schön sagt. Aber deshalb jetzt nochmal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die zahlreichen Kinobesuche in Türkisch für Anfänger. Das freut uns alle unglaublich. Und nicht nur deshalb, die allerbesten und allerwärmsten Grüße aus der Sonne ins verschneite Deutschland. Ab nächster Woche bin ich auch wieder da. Bis bald, euer Elias. Das war meine Idee. Ja. Und den Sven. Alter. Sven auf die linke Wange, ja? Viel Spaß. Oh, das ist Diary. Servus. Habe die Ehre. Du musst dich alles trauen. Ich sage das Foto. Oh mein Gott. Wir wollen ein Foto. Ich nehme ein Foto. Hallo Leute, ich bin gerade in Mailand. Ich sitze hier im Hotel, deswegen sieht man nicht so viel von der Stadt, außer dem krassen Hotelpool, in dem ich noch nicht war. Ja, und ich saß hier gerade und habe gesehen, dass die Seite mittlerweile über 150.000 Likes hat, was der absolute Wahnsinn ist und nur euch zu verdanken ist. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Ich schicke euch ganz viel Sonne nach Deutschland, wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß beim Spiel heute Abend, wobei heute spielt ja nur Spanien, Italien gegen England. Ist uns ja egal, oder? Wurscht. Auf jeden Fall, bis bald. Es folgen auch bald wieder Infos zur Kinotour zu Heiter bis Wolkig im September. Ja, und bis dahin sage ich erstmal einfach nur, wie man hier so schön sagt, Arrivederci. Arrivederci. Bis bald, euer Elias. Ciao. Hallo Leute, vielen, vielen Dank für 500.000 Likes auf meiner Seite. Krass, ich hätte gerne so viele Freunde. Aber jetzt habe ich ja euch. Hammer. Ja, und dann würde ich noch sagen, Entschuldigung dafür, dass wir nicht mit jedem ein Foto machen können und nicht jedem Autogramm geben können. Wir haben einfach zu wenig Zeit und es sind viel zu viele Städte. Ja, aber wir freuen uns auf die nächsten Tage und wir freuen uns, dass der Film so gut ankommt. Hätte ich echt nicht gedacht, dass der so geil ist. Ja, also, bis auf die nächsten Tage. Ich stoße jetzt mit Cola Light auf euch an und freue mich auf den Kinostart am Donnerstag. Fuck you Goethe, ab 7.11. im Kino. Mua! Hallo Leute, ich bin's Elias. Ich wollte mich nach langer Facebook-Videobotschaft-Abstinenz mal wieder persönlich bei euch melden und euch Danke sagen. Vielen, vielen, vielen tausendfachen Dank dafür, dass ihr meine Facebook-Seite gerade so zum Explodieren bringt. Vielen Dank dafür, dass ihr alle so zahlreich ins Kino geht und Fuck You Goethe auch weiterempfehlt. Ich habe gelesen, der ein oder andere war schon zum 7. Mal drin. Das ist echt krass. Also ich war auch schon 3 Mal insofern. Ihr müsst euch nicht alleine fühlen, aber das ist echt gerade eine ganz, ganz besondere Zeit für mich und ich freue mich so, so sehr, dass euch der Film gefällt und dass es alles gerade so viel Spaß macht. Ihr seid die Besten. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, das ist übrigens nicht meine Wohnung hier, ne? Das ist ein Hotelzimmer. Nicht, also falls der ein oder andere gleich wieder fragt, ne? insofern, alles Liebe für euch. Einen schönen Abend. Muah! Oh, jetzt fällt mir das Handy fast aus der Hand. Tschüss, euer Elias. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Elias Mbarek und ich melde mich mit einem letzten Video-Selfie aus dem sensationellen Jahre 2013. Ja ey, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank für dieses krasse Jahr, vielen Dank dafür, dass ihr mich so unglaublich supportet. Vielen Dank dafür, dass ihr Fuck You Goethe zu einem Hit gemacht habt. Ich freue mich auf Teil 2 in 2014 und wünsche euch deshalb einen guten Rutsch und nur das Beste fürs neue Jahr. Da sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder. Bis dann, alles Liebe, muah, euer Elias. Ab, Mann! Das ist der Wahnsinn!
habe einen Krebs gefunden. Liebe Facebook-Freunde, hier spricht Elias. Ich wollte die letzten Stunden in 2014 nutzen, um euch allen ein grandioses 2015 zu wünschen mit viel Erfolg, Glück, Liebe, Gesundheit und all dem anderen Zeugs, was man sich so wünscht. Und einen guten Rutsch natürlich. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen dann auf den zahlreichen Kinotouren wieder, die wir nächstes Jahr bestreiten werden, hoffentlich zumindest. Und verbrennt euch die Finger nicht heute Nacht, ne? Ich verbrenne mir weiterhin mein Gesicht. Bis dann, euer Elias. Leute, es ist so krass, seit gestern ist der Film endlich im Kino. Wir haben gestern schon unglaubliche über 400.000 Zuschauer gehabt. Und das Wochenende geht erst los. Ich war jetzt in Urlaub, nein, Spaß. Jawohl. Wo sind wir gerade? In Leipzig. Wir sind in Leipzig und weiter auf große Kinotour. Wir freuen uns auf euch. Guckt alle Fuck You Goethe. Viel Spaß! Hallo! Wer ist das? Ja, das ist Netflix.